Ist unser Interview jetzt dran? Ich weiß nicht, wann wir im Bild sind. Das Rotlicht an der Kamera funktioniert nicht. Meine Frau ist Steinbock. Was sagt Ihnen das Bild? Ganz kurz. Reiter. Zwei Reiter. Ihr Gesamteindruck? Zwei Herren geben zwei Damen Reitunterricht. Es ist zu kompliziert, die Maske abzunehmen. Und nun die Fragen, die besonders uns Frauen interessieren. Haben Sie gelegentlich private Beziehungen zu Ihren Filmpartnerinnen? Nein. Was ist Ihr Leibgericht? Kartoffelpuffer. Sie können mit Frauen umgehen. Küssen Sie mich. Es geht nicht. Hildegard, ja. Nein, sagen Sie jetzt nichts. Ich liebe Sie. Habe ich Sie verletzt? Nein, nein. Ja, aber dann sagen Sie doch was. Sagen Sie ruhig, dass Ihnen meine Nase nicht passt. Auf dem Landsitz North Coniston Hall von Lord und Lady Hesper Forest Hill befinden sich außer dem jüngsten Sohn Meredith auch die Cousinen Priscilla und Gwyneth Moonsworth auf den benachbarten Ortschaften Ned Rattlethorpe und Middlefield. Gwyneth Moonsworth hatte für Lord Hesketh Fortescue in Ned Rattlethorpe einen Schlips besorgt. Was ist Trumpf? Karo. Karo. Dann ist eine Karo-Dame höher als ein Herzkönig. Ja. Aber nicht so hoch wie eine Karo-10. Nein. Also was ist Trumpf? Karo! Kennen Sie eigentlich Schnippschnapp? Das ist auch ein Spiel für drei Personen. Aber Herr Oldendorf. Oldenberg. Herr Oldenberg, Sie wollen doch nicht sagen, dass mündelsichere Diskontreserve-Sicherung ist. Ohne jede... Ich meine unvermündelte Diskont-Security oder vielmehr diskontierte Mündelgewinne bleiben ohnehin bis zur Mehrwerthalbierung unvermündelt. Aber Herr Offenbach. Offenberg. Oldenberg. Wer mündelt aber die unvermündelten, die Mündel, unsicheren Mündelgewinne? Das interessiert doch den Kleinsparer. Wer verunmündelt denn den kleinen, unsicheren, kleinen Mündel? Ja, aber Herr Mündel. Oldenberg. Herr Oldenberg. Das Herr Lomburg. Sie. Das Sie als Vorsitzender der... Das Stabilitätsprinzip der Sparverbände garantiert dem Kleinsparer folgende Sicherheiten. Meine Damen und Herren, unsere Sendezeit ist momentan überschritten. Zusammenfassend kann ich... Zusammenfassend denke ich... Danke ich Ihnen für dieses...